Servus Leute, herzlich willkommen zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Ja, ich weiß, Donnerstag und Freitag kam keine Folge. Das Ende dieser Woche war ein bisschen weird. Aber dafür habe ich beschlossen, dass ihr jetzt jeden Sonntag noch eine Folge bekommt. Je nachdem, wie lange dieses Spiel noch geht. Ich habe aber vor, dass es pünktlich zu Zelda aufhört. Das müsste auch aufgehen, wenn ich nicht verzählt habe. Heute geht es jedenfalls weiter mit Grunts Loyalty Mission. Ja, ich gebe dir gleich einen Grund, Kollege. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Ordnots gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Wir haben die Genehmigung von Ordnard Rex. Ordnard Rex hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Er kann Verbündete mitbringen? Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Ed, oder? Aber er gehört zu meiner Crew, also sind wir sein Krant. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Der geht mir so auf die Nerven. Wo liegt eigentlich dein scheiß Problem, Uwenk? Was zum Teufel ist Ihr Problem? Was haben Sie gegen Grunt? Es ist egal, ob ihn einer von uns geschaffen hat. Er ist eine Fälschung. Er könnte ebenso gut die Genophage aus Fleisch und Blut sein. Die Genophage betrifft die Schwachen. Mein Blut wird uns stärker machen. Sie klingen wie Rex und bringen radikale Veränderungen, die unser Innerstes bedrohen. Wir sind schon zu weit gegangen. Sie reden wie ein Alien. Es geht also um Politik. Sie treiben die gleichen Spielchen wie der Rat der Citadel. Kämpft Ihr Krant auch nur mit Worten? Sie wagen es, mich derart zu beschimpfen? Beeindruckend. Sie haben sie mit Worten herausgefordert, ihrer natürlichen Waffe. Und jetzt sieht Ihr Krant, wie Ihre Position schwächer wird, Uwenk. Schamane, Sie dürfen nicht zu seinen Gunsten entscheiden. Was wird aus der Kroganer-Tradition, wenn Sie den Ritus beschmutzen? Sie wagen es? Ich war ein Krieger, bevor Ihre Mutter geboren wurde. In meinen Worten liegt die Autorität von Jahrhunderten. Ich entscheide, wer würdig ist. Ende der Diskussion. Ich habe andere Methoden, um dagegen vorzugehen. Ja, toll. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Wie sind jetzt Ihr Problem? Was müssen wir mitbringen? Brauchen wir eine besondere Lunchbox, Ausrüstung? Was zu trinken? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kamm, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Und darf Uwenk eingreifen? Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Ja, der Initiationsritus wird eine Art Horde-Modus, ein kleiner, mit verschiedenen Wellen und einem fetten Boss. Gegen den ich auch schon ganz gerne mal faile.
Warten wir es ab. Nennen Sie die Details. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Gut, dann beginnen wir. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig. Es gibt, glaube ich, auch ein Achievement dafür, wenn man den Dreschschlund, so heißt der Boss, in einer bestimmten Geschwindigkeit besiegt. Gut, Mordin ist loyal. Das finde ich sehr, sehr interessant. Hier müssen wir Jacob auch noch machen, ne? Okay, dann geht das doch nicht auf mit Zelda. Da kommt die finale Folge, wenn überhaupt, am selben Tag wie der Release von Tears of the Kingdom. Gut, ich habe Jacob vergessen. Ich habe es durchgerechnet, aber ja, gut. Naja, ist halt so, wie es ist, nicht? Wen nehme ich ihn mit? Kasumi bringt hier nicht so viel mit dem Schattenschlag, weil das ja Gegnerwellen sind, also viele Gegner, die angreifen. Samara vielleicht, ihre Biotik. Und wir müssen sie, glaube ich, eh noch leveln. Deswegen macht es durchaus Sinn, sie mitzunehmen. Oder haben wir sie schon dabei gehabt? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wir nehmen sie mal mit. Wir müssen sie alle aber einmal mitnehmen, damit wir sie leveln können. Oh, ich habe 3 Punkte. Ich spare noch für die finale taktische Tarnung. Genau. Ja, okay, wir haben sie schon gehabt. Doof, aber gut. Habe ich vergessen. Ey, ich werde alt, Leute, was soll ich sagen? Ich mag übrigens dieses Ödland von Tuchanka sehr. Ich finde es sehr interessant, da ist so viel Geschichte dahinter. Mit dem man Spin-Off machen, was uns Tuchanka in der Vergangenheit zeigt, als so eine blühende Gesellschaft war. Das ist ja sehr interessant. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Wenn Sie sich dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Na dann, drücken wir mal das Knöpfchen und legen los. Oh, erstmal gehen wir dahin. Fangen wir an, Shepard. Ja, ich will die Turbinendreher noch haben. Wir können gleich anfangen, Grunt. Nur keine Hektik. Oh, scheiße. Okay, du bist da oben. Gut. Zack, zack. So, Turbinenteile geholt, jetzt können wir anfangen. Let's go! Level 1! Die Kroganer Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. So, es gibt ja auch Munitionskisten. What the fuck? Es gibt ja auch Munitionskisten. Die sollten wir aber erstmal noch nicht abgrasen, weil die brauchen wir noch. Die Leichen können wir abgrasen. So, wo kommen die ersten her? Von da drüben? Ach ne, erstmal kommen die Viecher. Ja komm, die kann ich auch verprügeln, das ist nicht so schlimm. Komm her. Baff! So. Baff! So. Spar ich Munition, wenn ich die erstmal verprügel. Okay, muss ich wieder drücken? Nein, geht noch weiter, alles klar. Da, diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Ah, nichts können. Du musst nicht auf die schießen, die kann man verprügeln. Da bist du so effektiv momentan, dass sie kaum zu uns rankommen. Ja, gut. Dann mach du. Er ist tot. Dann warte ich hier derweil, ne? Okay, die machen doch mehr Damage, als ich gedacht hätte. Scheiße! Ich habe die Biester ein bisschen unterschätzt vielleicht. Ich darf nie vergessen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Auf leicht machen die einen nämlich fast gar keinen Schaden. Gut. Da kommen sie.
Ich bin bereit. Dann doch ballern. Dann ist doch nicht unbedingt riskieren. Da. Kann ja für die eigentlich auch mal die normale Pistole benutzen, ne? Weniger auf einen neutralisiert. Einer ist der einen neutralisiert. Diese Bestien sollen dass ich würdig bin. Schlüsselstein aktivieren. Anwende 2. Dann wurden die Kroganer zurückgestellt. Jetzt müssten aber die komischen anderen Viecher kommen. Den ganzen Blödsinn mal einsammeln so langsam. Nein, da, das war falsch. Der Tod wartet. Ah, die Viecher. Die können wir ja nicht bekämpfen, aber die setzen diese bescheuerten Viecher ab. Und die ist die Shotgun sehr gut. Nicht auf mich schießen, Idiot. Au, und sie explodieren. Also auch das nicht machen. Kein Nahkampf. Die Viecher bloß so viel aushalten würden, ne? Könnte ja die Firestorm mal nutzen. Burn, Baby, burn! So, zack. Da. Ungeziefer verbrennt man. Jetzt schon wieder welche ab. Aber seht ihr, wie viel die aushalten? Das ist halt echt übel. Selbst mit dem Flammenwerfer halten die so viel aus. Und der ist schon recht effektiv. Um nicht zu sagen, er ist sogar sehr effektiv. So, brauchen wir langsam Munition für den. Nur irgendwo Energiezellen? Wäre echt nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite vielleicht. Kurz gucken. Gibt es hier noch irgendwo Munition für meine schwere Waffe? Das sieht irgendwie nicht gut aus gerade. Ich bin noch einer. Ich bin noch einer. Okay, ja, das war's noch mit so einem schönen Flammenwerfer. Ja, ich weiß. Ich suche noch Munition für meinen süßen kleinen Flammenwerfer. Aber ich habe keine Munition für meinen süßen kleinen Flammenwerfer mehr. Blöd. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann muss halt der andere so drauf gehen. Das habe ich denn eigentlich noch, was ich nutzen kann für Panzerung? Flammenexplosion. Geht los, Leute. Der Dreschschlund. Sprich, Le Boss. Okay, weißt du was? Warum eigentlich nicht die Widow nehmen? Wo tauchst du auf?
Da drüben. Wie gesagt, es gibt einen Chief, wenn man den unter 5 Minuten besiegt, glaube ich. Das sieht sehr gut aus für uns aktuell. Oh, wir sind frei. Frei wild. Ist nicht gut. Mist! Dreh doch nicht weg von mir, du Arsch! Gesichtiges Viech. Okay. Wir haben ihn gleich. Ja. Nein! Nein! Oh Gott. So. Oh mein Gott, war das knapp am Ende. Holy moly. Aber geschafft. Ja, ich hatte das Achievement schon, deswegen kommt es nicht nochmal. Gut, ich will mehr. Ist ja nicht mein erstes Rodeo mit Mass Effect 2. Auch nicht in der Legendary Edition. Und sie haben den Dreschschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Es stimmt, dass ihr Alien-Schwächen in meinem Kram gefunden hat. Ich frage mich, sie behaupten, sie seien rein? O'Keir hat sie konstruiert und kein Alien war daran beteiligt? Er ist der perfekte Kroganer. Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde, aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Sie wollen ihn also als Trophäe, ja? Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Grunt ist genauso ein vollwertiger Kroganer wie du, du Idiot. Nur, dass er halt gezüchtet wurde, statt geboren zu werden. Es ist ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Dann holen Sie ihn sich doch. Wir haben schon so viele Kroganer platt gemacht. Sie haben uns gesehen. Schwäche. Da kommt's auch ein paar mehr auch nicht mehr an. War das in Mass Effect 3, wo die wieder aufstehen können? Oder war das in Mass Effect 1 noch? Ich bin ein bisschen verwirrt. Und ich kann mich erinnern, dass Kroganer am Boden lagen und ein zweites Leben bekommen haben. Aber ich weiß ja nicht mehr, in welchem Teil das war. Das kann auch im ersten gewesen sein, tatsächlich. Yeah, direkt auf den Arsch. Einen getötet. Okay, Uwenk, wo bist du? Zeig dich, du Feigling. Er hat noch Leute. Okay, da ist er ja. So, dann holen wir uns noch mal, was hat das? Synthetische Feinde, das da und das ist sowieso LB. Ich kann gerade nicht
LB machen. Doch, habe ich, aber ich habe mich nicht getroffen anscheinend. So. Komm her, du Drecksack. Auf den Boden, sofort. Tot. Wir sollten am Schlüssel das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Wo ist sein zweiter Arm? Was haben wir mit seinem zweiten Arm gemacht? Leckerer Tee. Ich habe mich das nur reingetraut, ranzurennen und ihm im Nahkampf einzuballern, welches Schild anhatte. Bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Rand, Sie sind jetzt ein Erdnord. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist meine Kampfmeisterin. An sie kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Erdnord Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Ihr Name. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schaman wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Mhm. Und die Geschichte von Tuchanka? Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre, und darin sind die Kroganer Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzend Mal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Die Zerstörung war gut, ja? Fast wie die Menschheit. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Kroganer in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Kroganer ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Okay, und die Kroganer-Tradition, was gibt's da so zu hören? Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Kroganer. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Kroganer durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, bevor ein Kroganer zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt. Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Okay, was ist mit Ihnen? Welche Riten mussten Sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Allerdings. Dein Ritus war eine komplette Bundestagsrede von Olaf Scholz zu hören. Ich glaube, da wünscht sich jeder, bitte, lass es einfach vorbei sein. Oder lass mich einfach umfallen. Auf Wiedersehen. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Das sieht interessant aus. Yay, Mission erfüllt, das war doch wieder mal ein kurzer Part zur Abwechslung, ne? Ja, es ist immer von Vorteil, wenn man das ganze Vorgelaber schon gemacht hat, ne? Weil die eigentlichen Missionen, die sind eigentlich nie so lang. Nur das Gelaber kannst du in die Länge treiben. Das haben wir heute halt schon alles vorweg gehabt.
Gut, so viel Glück haben wir beim nächsten Mal aber nicht mehr, denn jetzt heißt es mit anderen Planeten aufsuchen. Auf Tuchanka sind wir fertig. Gut, und dann auf zurück zum Schiff. Nicht den Botschafter bedrängen. Ja, ich wollte ja rausgehen, Entschuldigung. Nächste Folge gibt es dann, was mache ich nächste Folge? Crewgelaber und Normandy SR-1. Ja. Hat seit Rex niemand mehr geschafft. Ja, ich hab der Kampf ist sogar so gedacht gegen den Dreschschlund, dass du ihn eigentlich nur überleben sollst. Du musst den nicht besiegen. Und auf den höheren, also auf den ganz hohen Schwierigkeitsgraden. Warte, ich will die Tür von hier aus öffnen? Ich hab grad schon angegeben. Es ist halt wirklich so, dass es eher wahrscheinlich ist, dass du den nur überleben kannst, als ihn zu besiegen. Was? Was? Okay, wir gehen. Ciao, tschüss. Ja. Klingt schmerzhaft. Okay. Dann zurück zur Normandy. Wir sind hier fertig. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Ja, wir könnten noch mit Rex reden, aber da hat jetzt auch nicht so viel Spannendes zu erzählen. Er ist leider hier nur dazu da, um uns halt diese Quests hier zu bringen. Wenn er nicht da ist, dann ist sein Bruder da. Das ist ein ziemlicher Depp. Droganische Vitalität. Munition für schwere Waffen. Oh, jede Menge Forschung. Schrotflinte Schaden. Gut. Und der Raketenwerfer. Den kriegen wir aber sowieso bei einer anderen Mission. Ja, wie gesagt, nächste Folge. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht mache ich auch Jacob. Weil das auch so ein abgelegener Planet ist, den man nur ein einziges Mal besuchen muss. Ich glaube, wir machen Jacob und dann machen wir tatsächlich Crewgelaber und Zeugs, um die weiteren Loyalty-Missionen zu holen. Und dann werden wir Tali rekrutieren erstmal. Weil ich glaube, bei Tali gibt es auch so eine Art Hintergrundzähler, der mitläuft für die Mission, damit ihre Loyalty-Mission freigeschaltet wird. Und erst wenn wir die haben, werde ich dann Project Overlord anfangen. Und dann werden wir mal gucken müssen. Entweder machen wir dann die Ankunft, was ich schon triggern kann am Terminal. Das sagt uns ja die Kelly dauernd. Oder wir machen die Ankunft nach der Hauptstory. Aber ich würde das schon ganz gerne so timen, dass wir nach dem Reaper FFS noch genügend Zeit für Legion haben. Weil der hat ja auch noch eine Mission. Ja, es gibt noch ein Crewmitglied namens Legion. Kleiner Spoiler für die, die Spiele noch nicht kennen. Aber ja, das ist so der Plan, den ich aktuell habe. Dass das alles ordentlich aufgeht. Und beim Crewgelaber werden wir dann auch hoffentlich das Schutzschild endlich. Das müsste Morden sein, der uns das gibt, die Forschung dafür. Weil die Normandy muss vollständig geupgradet sein, bis auf die medizinische Station, Treibstoff und. Ja, dann kann das was werden, dass wir das am Ende schaffen. Wir werden es schon hinkriegen, das Puzzle wird sich zusammenfügen. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, damit würde mich sehr freuen. Habe ich, glaube ich, am Anfang nicht gesagt, oder? In jedem Fall, macht's nicht gut, macht's besser. Und bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao. Ah ja, ganz kurz noch. Mass Effect wird jetzt täglich kommen. Wie gesagt, mit den Sonntagen dazu. Und ich werde aber dann, wenn Zelda rauskommt, den Slot vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Von 15 Uhr auf vielleicht 17 Uhr. Weil der 18 Uhr Slot wegfallen wird. Ne? Also ich werde dann nur noch auf ein Video pro Tag gehen und dann alle zwei Tage kommt aber noch Xenoblade dazu. Solange wie es läuft und dann noch ein anderes Spiel. Werden wir aber alles sehen, ne? Wie das so läuft. Also dass ihr schon Bescheid wisst. Gut, dann also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.